Hallo, heute sind wir in der Lukasgemeinde hier in Bubenreuth und ich treffe Jens Kligge. Ich freue mich schon auf die Begegnung. So, guten Abend, Frau Inge. Herzlich willkommen in Bubenreuth. Bitte schön, kommen Sie rein. Klinge, schön, dass ich heute hier sein darf. Erzählen Sie uns doch zuerst mal was über sich. Ja, schön, dass Sie heute nach Bubenreuth gekommen sind, hier in unsere schöne Kirche. Mein Name ist Jens Klinge, ich bin noch 60 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder, wohne seit 34 Jahren jetzt in Bubenreuth, also schon eine ganze Zeit. Beruflich bin ich Kinderarzt und bin Chefarzt der Kinderklinik in Fürth seit jetzt fast 20 Jahren. Mhm. Und Sie sind hier auch im Kirchenvorstand. Wie lange das denn schon? Ich bin jetzt die erste Amtsperiode hier, das heißt seit fast 6 Jahren. Genau. Und bin letztendlich, werde mich wieder aufstellen lassen für den nächsten Kirchenvorstand. Und jetzt sagen wir das so selbstverständlich, Kirchenvorstand. Was macht man denn da eigentlich? Also das Wesentliche sind natürlich die Kirchenvorstandssitzungen einmal im Monat. Dort werden über alle Themen gesprochen, die Kirche betreffen. Das können finanzielle Themen sein, organisatorische Themen sein. Das kann auch eine Gottesdienstordnung sein. Wie wird eben was organisiert? Ich persönlich bin im Kita-Beirat. Also wir haben eine Kita. Da treffen wir uns so einmal im Quartal ungefähr. Dann haben wir einen gemeinsamen Gemeindebrief mit der katholischen Gemeinde hier in Bubenreuth. Da bin ich im Redaktionsteam und schreibe ab und zu mal auch. Und letztendlich haben wir dann noch eine Stiftung, die Freiwald-Michalsig-Stiftung, die uns unterstützt. Und dort bin ich noch im Vorstand der Stiftung. Das sind so meine Aufgaben im Kirchenvorstand. Jetzt hören wir schon, es ist ja echt ein breites Aufgabenfeld hier auch in Bubenreuth als Kirchenvorstand. Und Sie haben jetzt als Chefarzt der Kinderklinik ja auch einen Beruf, der sicherlich sehr fordernd ist. Was ist denn Ihre Motivation jetzt gewesen und auch weiterhin trotzdem noch dieses Ehrenamt zu übernehmen? Als ich vor 6 Jahren gefragt worden bin, ob ich kandidieren möchte, habe ich tatsächlich überlegt, habe es mit meiner Familie erst besprochen, weil es natürlich eine zusätzliche Arbeitsbelastung einfach abends ist. Und jetzt sind die Kinder zum Glück schon so groß, dass sie mich nicht mehr so brauchen an den Abenden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Kirche gerade hier gibt mir so viel. Wir haben einfach so eine tolle Gemeinde, eine tolle Pfarrerin, dass ich gesagt habe, da möchte ich gern was zurückgeben im Rahmen meiner Fähigkeiten, sowohl der zeitlichen Möglichkeiten, auch eben das, was ich einbringen kann. Mhm. Und darum habe ich eben beschlossen zu kandidieren. Sie sagen, Sie kriegen auch was zurück. Wie würden Sie das denn beschreiben? Was macht Ihnen denn besonders viel Freude eigentlich im Kirchenvorstand? Also das Schöne ist vor allem, dass man gerade bei den Kirchenvorstandssitzungen spürt, dass die anderen das Gleiche wollen, auch ehrenamtlich natürlich, aber alle das Wohl unserer Gemeinde, aber natürlich auch der Kirche immer vor Augen haben. Und diese Gemeinschaft oder dieses gemeinsame Arbeiten, das gibt mir dann wieder unheimlich Kraft und darum bringe ich mich da sehr gerne ein. Man merkt Ihnen die Freude wirklich an, wenn Sie über Ihr Amt erzählen. Es ist schön. Aber es gibt ja sicherlich auch Dinge, die dann vielleicht mühsam oder anstrengend sind. Verraten Sie uns das nochmal, wie Sie das sehen. Also für mich vor allem mühsam oder anstrengend, wie Sie sagen, ist vor allem so die Gesamtsituation, die weltpolitische Situation, aber vor allem auch für Kirche. Die Stimmung ist jetzt ja gerade nicht für Kirche so insgesamt gesehen. Wir haben Austritte. Wir haben große Schwierigkeiten, auch jetzt Pfarrerinnen zu finden, Vakanzen und wir müssen Stellen abbauen. Das ist tatsächlich schwierig und anstrengend, da eben immer wieder sich zu sagen, ja, aber trotzdem wollen wir hier zusammenarbeiten. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Aber wenn ich dann mit den anderen zusammen bin und wir da zusammenarbeiten, dann wiegt das locker wieder auf erstmal. Genau, insofern ist das schon ein Problem. Klar, das muss man auch offen kommunizieren und offen sagen. Aber das hält mich jetzt nicht davon ab, nochmal zu kandidieren. Sie haben es jetzt auch gerade gesagt, wir erleben gerade Zeiten, wo Kirche auch immer wieder in der Kritik steht. Wie würden Sie das sagen? Warum sollte man sich vielleicht gerade jetzt in diesen Zeiten eigentlich für Kirche engagieren? Wenn Kirche einem was bedeutet und wenn Kirche einem wichtig ist, und es gibt ja noch sehr viele Menschen, denen es tatsächlich so ist, dann finde ich immer, ist es der richtige Weg, eher sich zu engagieren, als zu sagen, naja, ich lasse die mal machen und schimpf.
Und insofern finde ich, das ist eine wunderbare Einrichtung, die mir persönlich sehr viel gibt. Allein am Sonntag im Gottesdienst gehe ich immer ganz anders nach Hause, als ich reingekommen bin sozusagen. Und da einfach was zurückzugeben. Und das hat man bei einem anderen Ehrenamt, die auch wichtig sind. Das steht ja außer Frage. Aber für mich ist das eben der richtige Weg, Ehrenamt auszuüben. Wir haben jetzt in diesem Jahr wieder Kirchenvorstandswahlen. Wie würden Sie das sagen? Warum sollte man sich vielleicht gerade jetzt nochmal aufstellen lassen und zum Kirchenvorstand kandidieren? Also ich finde, je schwieriger die Zeiten, desto wichtiger ist Engagement. Wenn es alles leicht läuft und wenn es jeder machen will, ist es ja einfach. Aber jetzt gerade in den Zeiten jetzt, wo man sagt, es ist schwierig und Kirche bedeutet mir was, dann ist jetzt meiner Meinung nach die Zeit, jetzt zu sagen, ja, und ich engagiere mich da und versuche mit diesem Vorbild vielleicht andere Menschen auch noch praktisch zu motivieren, in Kirche sich stärker zu engagieren. Jetzt ist die Zeit, sich einzubringen und auch für den Kirchenvorstand zu kandidieren. Ein Ehrenamt, das einem auch viel zurückgibt, so wie wir gerade hören durften. Herr Klinge, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Darf ich mir zum Abschluss noch das Gemeindezentrum zeigen? Sehr gern, super. Bitteschön.